Jo, da bin ich wieder bei Sims 4 und wir werden mal versuchen, zusammen, gemeinsam, wie auch immer, oder ich doch allein, die elterlichen Aufgaben zu erfüllen. Wir haben jetzt als nächstes offen, haben wir Reste für später weglegen, okay, mindestens ein Kinderspielzeug kaufen. Ah, das ist machbar. Dann ist die Liste schon durch. Okay, das ist überschaubar. Also, dann gehen wir mal drauf über. So. Ich will schwitzen. Was für ein Rausch. Der Adrenalinschub verleiht Jennifer ein fantastisches Gefühl. Sind ihre pulsierenden Muskeln ein Zeichen dafür, dass sie Fitness mag? Ja, natürlich, sie mag Fitness. Sie mag Fitness. So, okay. So, wir haben da schon Essen liegen. Das heißt, wir können hier schon mal, wenn die in. Ach, wir haben hier zwei Kinder. Ganz vergessen, dass wir die beide haben. Das sieht verdorben aus. Qualmt so komisch grünlich. Oder sind die beiden schmutzig? Ah, egal. So, dann, wenn sie dann fertig ist, packt sie dann die Reste. Weglegen. Genau. Das ist das Nächste. Mal schauen, wie die alle sind. Auch macht auch Sport? Okay. Alles klar. Ich habe mein Fernseher zu laut. So. Alles klar. Was steht an? Ah, Schule. Ich gehe jetzt zur Schule. So, was haben wir als nächstes? Das ist gar nicht erfüllt von Option. Ein Kind Reste oder eine schnelle Mahlzeit aus dem Kühlschrank nehmen lassen. Ach so. Da sind die Kinder leider gerade zur Schule. Muss auf Toilette. Okay. Alles klar. Mal sehen, was haben wir ja. Das können wir ja so lange. Ein Kinderspielzeug kaufen gehen. Wir kaufen ein Kinderspielzeug. Meinen Sie es online oder soll ich das über den Tool mal gucken? Kann ich online kaufen gehen? Bestellungen? Geschenk kaufen? Kinderspielzeug kaufen, kein Kinderspielzeug kaufen. Samen kaufen? Nee, also hier so direkt. Ich kann hier Geschenk kaufen, aber das kann ich ja mal machen. So. Aber ist das als Einkauf? Nee. Ein Kinderspielzeug kaufen. Ne, habe ich ja damit erfüllt, funktioniert nicht. Ich kann natürlich hier rüber ein Kinderspielzeug kaufen. Aber das glaube ich nicht, dass sie meinen, ne? Oder? Ja, mal sehen, ob das so gemeint ist. Leselang. Alle wirklich sehr lang. So, dann gehen wir mal auf Kinder. Ich könnte auch mal eine Brille aufsetzen. Oh, meine Brille, was ist meine Brille wirklich? Egal, lasse ich so. Jetzt ein Spielzeug. Kleinkinder. Kinderaktivität, Spielzeug. Nehmen wir mal irgendein Spielzeug. Was nehmen wir denn da? Das, was beide von haben, ne, oder? Was haben wir denn hier? Genau, das kaufen wir. So, wo können wir das denn platzieren? Damit noch alle durchkommen. Ja, nein. Und abgehakt. So, dann schauen wir wieder um. Nö, das ist so nicht gemeint. Das ist so nicht gemeint. Es muss anders gehen, Kinderspielzeug kaufen. Ich weiß nicht, wie. Also im Computer kann man kein Kinderspielzeug kaufen, kauft man ein Geschenk und dann ist es aber kein Kinderspielzeug gekauft.
Muss man diese Spiel. Ich habe, glaube ich, diese Spieltruhe. Warte mal, wenn ich diese Spieltruhe kaufe. Ich glaube, da kann man ein Spielzeug kaufen. Bin mir nicht sicher. Wir werden es einfach ausprobieren. Wo ist diese Spieltruhe? Ist das die Spieltruhe? Sim, Quibble, Kiss, Campion, Toybox. Ich glaube, das ist das. Aber wir haben noch okay. Und dann können wir die Toybox. Wo stellen wir die hin? Da ist hier auch ein Wege. Muss man hier draußen hin. So. Alles klar. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, müsste ich eigentlich Spielzeug kaufen. Ah, da kann ich Spielzeug kaufen. Alles klar, jetzt kaufen wir Spielzeug. Hier kaufen die Mauzi-Katze jetzt. Zack, kaufen. So, ja gut, Spielzeug kaufen ist schon mal weg. Reste schnell mal aus dem Kühlschrank gehen nehmen lassen. Okay. Spielen lassen. Leonardo und Sophia mit Spielsachen spielen lassen. Okay, ja, dann müssen sie erstmal von der Schule wiederkommen. Dann können sie spielen. Dann geht's los. Das war neue kleine Aufgaben. Achso, Sportunterricht. Im Sportunterricht muss die Klasse von Sophia Runden laufen. Viele Runden. Um die Ausdauer und das Lungenvolumen auszubauen. Sie hat die erste Runde fast geschafft. Als sie eine Lücke unter der Tribüne sieht, die genau die richtige Größe für eine kleine Pause hat, wird die Trainerin es bemerken, wenn sie ein paar Runden aussetzt? Verstecken, weiterlaufen. Was machen wir? Ja, schade, das müsste man als Stream spielen. Dann kann man so ein bisschen, aber da ich Minus-Zuschauer habe, das kann Sinn. Also, ja, ich bin ja eher durchbeißen. So. Alles klar. Jetzt haben Sie schon zurück? Nein. Wann muss er eigentlich arbeiten? Hat er überhaupt eine Arbeit? Muss ich da mal gucken. Er hat Arbeit. 3 Stunden bis zur Arbeit. Okay. 3 Stunden bis zur Arbeit. Aber wenn er so am Computer sitzt, kann er ja mal ein bisschen was lernen, ne? Spielen, Universität, Papiergeheimnis, Schreiben. Oder Buch schreiben? Nee. Mehr Auswahl? Was ist denn eigentlich? Recherchieren, verbessern, White Jokes, schreibe Witze. Oh, schau, Witze. Okay. Na, hat ja noch Zeit. 2 Stunden bis zur Arbeit. Ah, da kann er noch ein paar schreiben. Gibt es ein Festival, auf die gehe ich jetzt mal nicht ein, auf die Festivals. Videospielfähigkeit erworben. Pablo kann seine Computerfähigkeit an Computern, Tablets, Motion Gaming Ausrüstung und sogar am Telefon weiter verbessern. Aha. Okay. Hier haben wir einen Anruf. Ich habe das Gefühl, dass ich heute Glück habe. Und die Gekkon wurde eröffnet. Sollen wir versuchen, die Festivalwettbewerb zu gewinnen? Nein, er muss gleich arbeiten. Kann nicht. So. Ah, Fanbull. So. Okay, dauert noch ein bisschen. Was ist er noch am. Er schreibt noch Witze. Ach, er schreibt noch Witze. Ich höre gar nichts. Ja. Ach, doch. Ah. Also, die Lautsprecher lauter Stellen, dann höre ich auch was. Ich hoffe, ihr könnt was hören. Nee, so. Ha. Oh. Späte Bezahlung. Jennifer hat die größte Schwierigkeit einer Freelancer-Tätigkeit entdeckt. Die pünktliche Bezahlung. Sie kann dem Unternehmen entweder wegen des Geldes hinterherlaufen oder einfach weitermachen und keine Zeit verschwenden, die sie mit der Arbeit verbringen könnte. Ungehalt betteln, weitermachen. Chef, was ist das? Ja, ist geil, das ist Geld. Ohne Geld gibt es hier nichts. Na, so. Meine, wir haben noch genug für. Ne? Ach, Trieber! Oh.
So, okay. Haben wir da was Neues hier? Ist ja gar nicht schon arbeiten. Okay, ja, das können wir jetzt mal löschen. Das haben wir. Ja, das haben wir erledigt. Nimm sie. So. Oh, Zersch. Oh. Oh, Van Boel. Oh. So. Okay, er muss aber auch gleich arbeiten, ne? Jetzt muss er arbeiten, genau. Ach, brech mal das ab hier. Ja, komm, nicht aufregen, dann zurückbleiben. Entspann dich, geh zur Arbeit, ja? Oh, was? Was ist das denn? Okay, das ist ein geiles Arbeitsoutfit. Ich denke mal, ja. Okay. Ja. So, die nächste Aufgabe. Kinderreste. Ja, pass auf, dann hier, komm. Lalalala, zum Mittagessen. Nee, falsch, ich muss die Kinder anklicken hier. So, einen Rest nehmen. Hier, komm, Rest nehmen. Und beide einen Rest nehmen, Rest nehmen. Was am Essen, ne? So, komm, der Rest ist. So, dann haben wir das erinnern. Dann ein Spielzeug spielen. So. Kann man seine Gruppe bilden? Ein bisschen reden lassen miteinander, aber ich möchte eine Gruppe haben, so eine Runde hinzufügen. So, zack, jetzt habe ich eine Gruppe. Können Sie jetzt zusammen da spielen mit? Doktor spielen? Nee, kann nur eine alleine spielen. Schade, nichts für zusammenspielen. Ist hier eine Kiste, was für zusammenspielen? Mit Spielzeug spielen. Ich denke mal, wenn, ja, ich denke auch, ja, gut, mit Spielzeug spielen. Ja, hier, Mietzi. Und sie auch. Spielt auch mit hier. Spielzeug spielen. Und sind den Monster hier. So. Werden die Fernseher geguckt. Lass auf den Fernseher gucken. So, wo er jetzt hin? Ach, der geht da auch raus. Und also, nicht der Ausgang des Haus. Okay. Juba, Iba? Ja, spiel doch woanders. Hä? Nee. Bist du dumm oder was? Dummes Kind. Spiel jetzt. Meine Güte, du musst dich ja nicht da hinsetzen, wo die sitzt. Doofer Bengel. Meine Güte. So. So, dann spielen die beiden. Ja. Ein bisschen dusselig, oder? Na, böse Katze, böse Katze. Hm. Niemands Auge fliegen. So, zu Ende gespielt. Er hat es in der Tasche, er tut es wieder in die Kiste zurück. Alles klar. So, was haben wir dann zu tun? Ach, nochmal. Leonardo. Ach, Leonardo muss spielen. Leonardo ist ja unser Opfer, Proband. Der Spiel muss spielen. Dann spielen wir mit dem hier nochmal. Jumba Zago Warpo. So. Sie? Für Sie haben wir noch keine auf Sophia, eine Bahn. Achso. Haben wir schon. Aha. Gabla Yamito. Kannst du auch spielen, ein bisschen Doktor spielen. Kapima Bivne. So. Muss er zweimal mit demselben Spielzeug spielen, das wir gekauft haben? Scheinbar ja, ne? Das Spiel ist mit dem, das hat keine Wirkung.
Man muss das fertig gespielt haben. Shimba. Pwips. One new shwoy. Lee new bow. Huh. Poor Zabra. Briga. Shoo. Wow. Ah, sie ist zu Hause. Wie sieht's aus? Braucht ein bisschen was zu essen. Also nimm dir mal den Rest, wenn noch was da ist. Rest nimmst du. Zack. Die Kinder müssen noch Hausaufgaben machen. Wenn die fertig gespielt haben, Hausaufgaben, zusammen Hausaufgaben machen. Großartig, das läuft dann. Mit den Kindern reden. So, freundlich. Ja, kennenlernen, ein bisschen kennenlernen, hier auch, freundlich. Kennenlernen. So, dreimal. Aha. War schon fertig. Oh, freundlich. Das sind Fragen. Oh, warum das so? Talken, ne? So. Ach, die reden über die Mauer hinweg. Ja. Fazu! Zebna! Chupa Yumbo! Sebi Wieso! Bulls Schnussi Fona! Okay. Floima Sharnuf? Ah, Yoyim. Pinkubu Koiba? Ah, yes. Ah, yes. Ugh. Ermoi. Sorry. Aufräumen. Oh Mann, also Bergaufgaben dazugekommen jetzt. Okay. Mit Leonardo will er über die Schule reden. Ah, ja. Okay. So. Freundlich. Über die Schule reden. Mehr Auswahl. Achso, was gibt's noch? Entschuldigen Sie sich für was auch immer. So. Mehr Auswahl. Fessel geschickt. Mehr Auswahl. Tagfragen. Nach der Schule fragen. Und hier auch. Freundlich. Eine Auswahl. Mehr Auswahl. Liebevoll umarmen. Nach der Schule fragen. So. Trangella. Grenoy Bars. Umoy, Jabby, John, Yumba. Bibna. Marco Gora. Slumpogi. Pinkubu Koiba. Ah, yes. Konzentrierte Stimmung versetzen. Was? Leonardo und Sophia in konzentrierter Stimmung versetzen. Wie macht man das denn? Konzentrierte Stimmung kann durch intellektuelle stimulierende Aktivitäten sein, wie Schachspielen, Simpedia durchsuchen oder Konzert. Konzentriertes Dekor kaufen erreicht wird. Was? Verarschen. Schachspielen. Oh, okay, Schachspielen. Müssen wir mal ein Schachspielen. Kaufen wir uns mal schnell ein Schachbrett. Konzentriertes Spielen. Konzentriertes Schachspielen haben. Dauernd. Aktivität und Fähigkeiten. So, Schach. So. Gleich mit Schule am besten. Haben wir hier irgendwann so ein Schachbrett mit Schule? Nein, es gab ein Schachbrett mit Schule gleich. Ne? Gab's nicht. Okay.
Wenn wir so wenig Platz haben, stellen wir all solche Sachen alles außen auf. So, zack. Machen wir mal ein paar Stühle. Komfort. Dann machen wir ein paar Stühle hier. Zack. Alle Außenstühle, ne? Außen. Für außen hier. Zack. Zack, zack. So, und jetzt geht's weiter. So, dann spielen die beiden Schach. Ja. Zusammensitzen. Achso, kann man nicht zusammen. Ah, zusammen spielen. So. Ja, fertig sind. Okay. Macht er eigentlich auch seine Hausaufgaben? Yes. Toilette. Dimpish. Freeba. From. Omof. So, was tun steht auf 2 verbessern. Ich weiß gleich den Notendurchschnitt. Kann man das sehen? Der Notendurchschnitt ist. Leicht und durchschnittlich. Branka. Ispa. Pres Larkim. Lebankusha. Befalle für Doi. Die beste Möglichkeit, um die Schulleistung zu verbessern, sind gut gelaunt zur Schule gehen, Hausaufgaben erledigen, gute Beziehungen mit Mitschülern unterhalten. Okay. In der Fähigkeit Level 2 erreicht. Ist sie fertig mit den Hausaufgaben? Ist sie müde, oder was? Achso, wie sie spielen Hausaufgaben? Hausaufgaben fertig. Ist mal fertig. Aber wir wollen ja jetzt hier, denkst du, Schach spielen. Fernsehen gucken wollen wir nicht. Kandolzer Pau. Trangella Jabin. And Zirpa. Florib Essenoy. Brainem Dunma. So, können wir denn freundlich? Bei den Hausaufgaben helfen irgendwo. Gibt es ja auch. Ja, so. Ach, er ist jetzt da. Okay, wechseln wir. So. Freundlich. Eine Auswahl. Was fällt mir aus der Form, oder? Eine Auswahl. Gefallen, liebe Ausdrückerinnerung. Eine Auswahl. Hausaufgabe finde ich jetzt hier nicht. Nichts zu finden. Ne, für den Ausraum. Das war schon weh. So. Alles klar, immerhin spielen die jetzt. Können ja bei den Hausaufgaben helfen, aber jetzt haben sie die Hausaufgaben schon fertig. Das ist also nicht mehr für heute. Aber das wird ja auch Abend schon. Ah, okay. Dann werden wir mal die noch schnell die Notdorf der Kinder abdecken. Das heißt hier Toilette. Na, verwenden. Dann das Wasser nehmen. Zähne putzen. Und dann so viel habe ich, ja? Und dann schlafen. So, er ist gleich. Er geht schon auf Toilette, okay. Zuma Sorbe. Gobe. Ja, okay, mal raus, ich war auf Toilette, ne? Ja, die beste Void-Kreatur. Ich habe mich in der Schule mit jemandem darüber gestritten, welche Void-Kreatur mächtiger ist. Ich habe gesagt, es wäre der Artikhorn. Aber der andere behauptet, es wäre Suintor. Wer ist denn nun am mächtigsten? Der Artikhorn natürlich. Gab's keine große Auswahl, ehrlich gesagt. Also, geh raus da jetzt. Hey, Spinner. Hier, setz dich hin. Setzen. Swinke! Sarif! Hier, setz dann. Oh, dann geh einfach raus. Meine Güte. Wieso kommt er nicht raus? Was ist das Problem? Hä? Hier, setzen. Will ich verarschen? Will er mich denn verarschen? So, pass auf. Er ist jetzt schon weiter. Er soll aber auch Zähne putzen. Damit sie in den Konflikt kommen, machen wir es hier. Glas Wasser nehmen und Zähne putzen. Und dann soll er ins Bett. So. Zack. Schlafen. Puh. Und dann haben wir wieder einen Tag geschafft. Ey. Ich glaube, ein bisschen kürzere Folge wie letztes Mal, ne? Also der Tag ging irgendwie ganz ziemlich schnell rum jetzt. Na gut, ich habe ja diesmal auch kaum eingerichtet und so. Aber die letzte Einrichtung war ja auch nicht dabei, ne? Ich glaube, ich ein paar Dinge offscreen gemacht.
Warum läuft hier Musik? Ah, scheiß Fernseher läuft. Achso. Ausschalten. Wir sind im Fernsehen. So. Auch du gehst jetzt dir ein Glas Wasser nehmen. Wasser nehmen. Zähne putzen. Toilette muss er nicht. Und dann geht er auch schlafen. Schlafen. Sie hat gar nicht ihre Zähne geputzt, ne? Wichtig, Zähneputzen, ganz wichtig. Glas Wasser auch wichtig und Zähneputzen. Ich würde sogar eine Dusche noch gebrauchen. Ach, sie muss auf Toilette auch noch. Ah. So. Auf so kann man helfen. Konzentrierte Stimmung versetzen. Es hat mit dem Schacht nicht ganz geklappt. Vielleicht waren sie nicht konzentriert genug. Keine Ahnung. Notendurchschnitt verbessern, gut. Und optional ein Schachtisch kaufen, habe ich abgelegt. Das ist eine optionale Aufgabe, habe ich erledigt. So. So, dann sollte sie mal auf Toilette gehen, verwenden. Ja, 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 geh mal auf Toilette. Weil wenn du gleich den letzten Schluck Wasser getrunken hast, dann wirst du wahrscheinlich die aus den Ohren tropfen. So. Immer so schön, wenn sie so x-beinig gehen. So, ich weiß nicht, ob das hilft. Oh, sie sitzt da noch. Hat sie nicht Aufgaben zu erledigen? Ach, sie ist noch konzentriert. Aber sie muss jetzt aufhören. Schlafenzeit. So. Ach, sie muss auch auf Toilette. Hier verwenden, ne? Verwenden wir erstmal eine Toilette. Reihenfolge kann man nicht ändern. Das mit Schlafen kommt später. Und dann schlafen. Dann nochmal Hände waschen natürlich nach der Toilette. Sich selber von sich aus machen und dann schlafen. Ich weiß das nicht, ob sie es gleich von einfach tun. Ach, sie voll getext. Von der Mutti zugetextet. So. Aus da. Hey, Alte, was? Das ist sämtlich immer hier. So, geh hier hin, hier gehen. Das ist nicht ihr Ernst, ne? Das ist nicht ihr Ernst. Hat sie das Ding jetzt im Weg gestellt? Kann ich das sehen, wo sie es hingestellt hat? Nee. Ich sehe es nicht, wo sie es hingestellt hat. Dann kommt sie nicht wieder raus, ne? Wo hat sie das Glas hingestellt? Sie hat doch das Glas hier hingestellt. Da, schön. Meine Güte, ist das nervig. So. Oh, so blöde KI hier. Habe ich nicht gesagt, du sollst schlafen gehen? Meine, du sollst schlafen gehen. Schlafen. Schlafen. Dann nervt sie ihre Tochter darum. Und wir schaffen den Zeitplan hier alles gar nicht. Aber das ist schon 1 Uhr bald. Die ist ja fertig ausschaut. Guck mal hier, wie die aussieht. Die Augen fallen gerade aus der Höhle raus. So, das haben die beiden gar nicht. Ja, keiner von denen gute Nacht gesagt. Bei den Kindern. Okay. Aber damit haben wir den Tag auch schon wieder geschafft. Und somit auch diese Folge. Ja, wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda, ne? Wie es aussieht. Mal gucken, ob wir das erfüllt kriegen. Alles klar. Dann habt euch wohl. Bis demnächst. Euer Jockel. Ciao. Gute Nacht.